Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Ja, und wir sind hier auf Untergriesbach zusammen mit dem Ernst. Einen wunderschönen. So, ich hätte das hingestellt. Guck mal da, die Kombo ist genau das Richtige, oder? Mein Bauch einziehen, du. Mann, was ist denn da los? Scheiße, er zieht den sogar, was geht denn da ab? Logisch, der hat Energy. Mach den nur nicht kaputt, der geht wieder zurück. Komm wieder ja, an. Oh. Lass dich ja komplett aus, ey. Oh. Ach, guck an, der Ziegel ist da mit unseren ersten Gerätschaften. Musst du Gustav gelassen? Ist der wieder so ein Elektro-Traktor unterwegs, oder? Keine Ahnung, vielleicht ist er noch in Schwarzinger, ich weiß nicht. Nee, Moin, Herr Ziegel! Lieferung für Fritzel Freezy! Oh yeah, und das sieht diesmal richtig aus. Ja, wir haben den John Deere ein bisschen gegossen, der ist ein bisschen gewachsen. Vorsicht, da guckt man auch. Oh, oh Gott. Der fährt wie ein gesenkte Sau. Ist so. Den darfst du nichts in der Hand geben. Deswegen braucht der Elektro. Nee, ich glaube, der Große bleibt jetzt hier und der Kleine geht wieder zurück. Ne? Soweit irgendwie war das geklärt. Moin, Jungs. Moin. So. Ja, du trägst ein schwarzes Hemd heute wegen dem kleinen Regitrag, dass er weggeht. Hä? Nö, warum soll ich denn ein schwarzes Hemd tragen? Ja, wegen der Trauer. Nö, ich freue mich doch eher. Soll ich hier abladen oder wo beginnt ihr? Ja, lad ruhig hier ab. Alles klar. Wollen wir dir helfen oder geht's? Das geht, bin großer. Das war's. Oh, ja, Leute, mir fehlen noch 2 Stunden Schlaf, ey. Ja, dann setz dich in Big M, mach GPS an auf dem Feld, kannst pennen. Ja, das hört sich gut an. Bringe nicht auf komische Ideen. Ja, weil wenn er mit seinem Deutz fährt, dann schläft er ja gerade nicht ein. Ja, das stimmt. Da könnte es wahrscheinlich sein, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Ja, gut. Ach, wegen dem Bild im Display meinst du, ne? Ja, wird ja immer noch nicht behoben, die Scheiße da. Oh Gott. Oh, es tut mir ein bisschen weh, Ernst, dich jetzt hier zu lassen, um ehrlich zu sein. Ernsthaft? Das freut mich aber. Ich bin nicht aus der Welt. Was hast du, Gustav? Ich hab gesagt, ernsthaft, Ernst. Ja, aber ein schlechter Witz, lass mich in Ruhe. Ich weiß, alles gut. So, aber Chef, willst du uns mithelfen beim Gras ernten oder eher ja, nicht? Ja klar, ich helfe mit, ich fahre den Big M. Alles klar, du weißt welche Felder? Nö. Ja, unsere wahrscheinlich. Ja, 96, 97, 98, 99, 100. einen Moment mal eben. Lieber Fritzi 08 BTW, ich habe schon deine Nachrichten bei Tino im Chat gesehen und auch die anderen. Fängst du jetzt hier an, hier weiter rum zu beleidigen, wirst du hier perma gebannt. Okay? Freut mich, dass du damit einverstanden bist. Kein Problem. Ich glaube, der ist so klein, ich kann an einer Seite hochfahren, oder? Geht's jetzt? Warte, stell mich drauf, Ernst. Ja, langsam, nee, noch Stück, nee, musst, ja, nee, zurück, ey, musst zurück, doch zurück. Ball nehmen, oder? Ja, musst mal gucken, vielleicht können wir, weiß ich nicht. Ja, jetzt ziehen wir ganz ein großes Gerät aufgefahren. Gerade, bisschen links. Ja, gerade, langsam, langsam, ja. Sieht gut aus, kommen. Der ist schon knuffig. Ei, Mann, frei haben wir das gemacht, Ernst, wie die Profis. Der sieht nur ein bisschen verloren aus auf dem kleinen Tieflader. Gustav, wir sollten zur Spedition wechseln, merkst du das? Ja, ja. Wahnsinn. Herr Koslowski, das reicht, alles gut. Ja, also du musst denn so laden, weißt du, dass da hinten auf der Hinterachse auch noch ein bisschen Last ist. Als ob das Ding Last hätte bei dem Riesenanhänger hier. Die kannst du als Bremsklotz hier nicht verstauen. Also, so, Herr Gutmann, Herr Freezy, alles okay jetzt hier mit den Fahrzeugen? Ist das jetzt alles passend? Herr Ziegel, ja. Alles gut soweit, ne? Na, das ist doch schön. Mein Gott, wenn ich hier die Treckerventile sehe, da erinnere mich immer an Gustavs Nippel, ey. Na ja, gut, Mann, ja, das bin ich mal weg, wie ne? Meine Nippel aussehen. Ja, von den Fotos. Du warst schon öfters bei Miguel im Pool und so? Achso. Habe ich dir aber immer abgeklebt. Gustav, machst du, fährst du ab oder machst du den Häcksler? Kopfmänners! Auf geht's, arbeiten! Ich. Du
Du fährst ab, alles da, Ernst. Ich fahr. Wechseln. Herr Ziegel, sind Sie im Funk? Jo, wie immer. Wenn Sie nichts zu tun haben, wenn Sie das kleine Ding weggefahren haben, also wir hätten ja noch einen Deutsch stehen mit einem Krampe. Wenn Sie Lust haben. Jo, ich unterstütze Sie, ist kein Problem heute. Das ist nett, das ist nett. Ich hab die Subs und so, die Alerts an, Entschuldigung. Matthias Appelmann, danke für deinen Resub im 13. Monat, Digga. Sehr, sehr lieb von dir. Ehrenmann. Ein Ehrenmann, wie er im Buche steht. Oh, da hat jemand keinen Bock mehr gehabt während der Arbeit. Hat sich einfach so gedacht, nö, heute nicht mehr. Bestimmt vom Landhandel. Ich hätte ja jetzt gesagt, das wäre Tino, Miguel, aber... Ja, ich sag ja bestimmt. Kannst von ausgehen. Leute, ich bin auch ein bisschen arschmüde, ey. Wer überholt denn da? Ah, ich mache erstmal Rundumleuchte an, ne? So, gib Gas, Jung! Ja, was ist denn jetzt? So. Ich weiß nicht, wo du hin möchtest, ne? Aber irgendwie. Entschuldigung. Ne, warte mal, hier müssen wir gar nicht hin. Wo müssen wir denn nochmal hin? Was ist der Chef, wo seid ihr hingefahren? 96, 97. Ja, also Chef, ich habe das vorhin gesagt: 96, 97, 98, 99, 100. Also nicht, wo du bist. Ich bin auf der 100, keine Ahnung, was du für ein Problem hast, Digga. Ah, okay, ich habe dich nicht gesehen. Ja, ja. Ich dachte halt, du fängst auf der 97 an, weil die vorne ist. Nee. Mein Fehler. Du kannst lieber von hinten anfangen, weil das halt einfach besser ist, ne? Weil davon weißt du nichts. Alles klar, Chef. So, es geht los, Menes! Oh, einen Moment, Menes! Chef, du müsstest auch zumachen, na, dass das so noch schwarz wird. Ah, das wusstest du ja, du wolltest bestimmt noch uns testen. Ja, ja. Stellt man das denn um? So, auf geht's! Heute nehmen wir 5 Folgen auf, weil wir nächste Woche Teamtreffen haben und ein bisschen schief hier, weil wir nächste Woche Teamtreffen haben und wir ein bisschen vorproduzieren müssen. Ernst, ich fahr 20 km/h. Jo, mach straight rein. Und Big M ist geil. Ich will den für Schwarzingen haben. Also Chef, ich kann dir so viel sagen, die Felder, die bei uns in Schwarzingen, wo der Gras drauf sein wird, da wird man mit dem Big M nicht hinfahren wollen. Okay. Hector! Ich komme! Du bist doch noch für... Ja klar, komm. Die Folgen, die wir hier aufnehmen, sind dann für YouTube, ja. Hey, du Schnarchhund. Warum häckseln wir das? Danke fürs Gespräch. Ach lol. Ja, sorry Chef, ich war gerade, ich habe leider meinen Funk gemutet.
Ich wollte eigentlich zu Ernst sagen, dass er doch bitte auf die andere Seite fahren soll, nicht damit er nicht das Futter festbreit fährt. Okay. Und du, was wolltest du wissen, Chef? Was? Was wolltest du wissen? Gar nichts. Okay. Ach so, warum wir das häckseln? Ja, ganz einfach, weil es halt einfach schneller geht, als wenn wir mit dem Ladewagen einfahren, weil wir haben keinen Ladewagen. Ah. Aktuell, er ist noch nicht geliefert worden. Also Chef, du solltest echt noch ein bisschen üben, was so Schwaden legen angeht, ne? Bin ich nicht. Okay. Nur weil du nicht fahren kannst, ist doch nicht mein Problem, Digga. Ja. Hab mal eine Frage, Friesen. Warum muss man dich abonnieren, dass man deine anderen Videos anschauen kann? Das ist halt einfach nur ein Grund, und zwar, weil wir hier Schwatzingen aufnehmen im Livestream und die Leute manchmal so hibbelig sind, dass sie nicht mal ein paar Tage warten können und dass sich dann den Livestream auf Twitch reinziehen und somit keine Klicks mehr auf YouTube da sind. Und darum können hier nur Abonnenten schauen, weil die bezahlen. Hört sich jetzt doof an, aber ist so. Oh, das wird unsere BGA reich machen, das sage ich euch. Ziege, mach doch vorne mal keine Pause, loslegen! Herr Freezy, ich muss doch warten, bis der erste Fahrer voll ist, damit ich mich einreihen kann. Ach so. Ja gut, da gibt's Sinn natürlich. Gustav! Tu mal schneller, Hexel! Der Ziege steht da doch nur nicht rum. Schneller geht nicht. Schneller. Es würde schneller gehen, wenn mein Chef eine ordentliche Vorgewende fahren würde und sowas und ich dadurch halt einfach bessere Bahnen ziehen kann, aber immer wieder auf der Straße zu wenden, dauert halt länger, Chef. Ja, du kennst mich doch. Er macht die Randstrafen nicht mit der Kante. Was war Ernst? Du warst so abgehakt. Ich sagte gerade, er macht die Randstreifen direkt mit, dann kann er es der Stadt in Rechnung stellen. Ach so. So schaut's aus. Ziegel, hast du gehört? Kommt eine dicke Rechnung. Ja, habe ich soweit verstanden. Bei 85? Oh, da hast du dein Vorgewinn und jetzt gehen wir nicht über Eier, ey. Wisst ihr, was geil wäre? Erzähl. Eine Blondine auf dem Schoß. Das sind 6 am Lotto. Ja, der wäre geiler. Dann hast du 2 Blondinen auf dem Schoß. Ja, das reicht. Ja, das stimmt wohl. 91 bin ich, Herr Ziegel. Ich wollte gerade eben nachfragen, der passt da ganz gut. Oh. 90, 98, 99, 90. Chances! Gustav! Ja, Chef. Ich brauch dich Samstag. Das ist schlecht. Warum? Weil ich Samstag habe ich ein Feuerwehr-Event. Er hat ein Date. Und da wäre ich wahrscheinlich nicht vor 23, 24 Uhr zu Hause sein. Vor allen Dingen Date. Hat er wieder seine Thermoskanne mit Hack gefüllt oder was? Ja, die Fernfahrer, ne? Und 2 rohe Schnitzel zwischen Heizung. Ja. In einem unbekannten Land.
gibt's eine Biene, ganz bekannt. Und diese blöde Biene, die ich meine, die heißt Gustav. Bum, bum. Chef, ich reagiere da nicht mehr drauf. Warum? Weil es eh nichts mehr bringt bei dir. Wieso? Ja, ich werde dich eh nicht mehr verbessern können. Warum? Muss ich mal mit deiner Mom reden, vielleicht kann sie dich noch ein bisschen erziehen. Wieso? Denn du mobbst mich immer. Wieso? Wieso? Ja, wieso mobb ich dich? Ja, das weiß ich doch nicht, das musst du das doch wissen. Das weißt du nicht. Wusstet ihr schon, dass 9 von 10 Mobbing okay finden? Ja. Ja, wusste ich auch. Gerade hier in der Gegend finden es 3 von 4 schön. Ich halte mich. Auch mal herzlich immer nochmal zurück. Herr Freezy, haben Sie schon Bayerbräu-Intus? Nee, noch nicht. Okay. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag, Herr Friese. Herr Ennermax, wie kann ich Ihnen helfen? Wie geht's Ihnen, Herr Friese? Es ist mir eine Wonne, Ihre Stimme am Telefon zu hören. Geht's Ihnen gut? Mir geht's super gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie geht's meinem Bentley? Ich glaube gut. Wie meinen? Haben Sie gerade gesagt, Sie glauben gut? Ich habe den verloren. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ich habe den verloren. Sie haben ein Geschenk von mir an Sie verloren. Ich glaube, der Bürgermeister hat mich beklaut. Der Bürgermeister? Der Herr Metzger? Nein. Na, ich denke, der Herr Manus, der hat mir erzählt, der ist Bürgermeister. Nein, der Herr Metzger ist stellvertretender Bürgermeister. Und der Herr Miguel ist der Bürgermeister. Interessant. Ich möchte Ihnen aber mal eins sagen, Herr Fritzl. Mit dem Herrn Metzger haben Sie keinen Gefallen getan, da haben Sie den Teufel ins Haus geholt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Allerdings, Herr Fritzl. Ja. Wie ist denn jetzt so derzeit der Stand der Dinge bei Ihnen? Wie laufen denn die Geschäfte und wie ist denn so allgemein Ihr Befinden? Sehr gut. Die Geschäfte laufen super. Ich hatte jetzt einen kleinen Rückschlag mit den Schweinen, weil da Giftmüll ja abgelagert wurden. Da haben sich meine Schweine sind da ein bisschen mutiert. Aber im Großen und Ganzen läuft das Geschäft. Ich habe jetzt, glaube ich, kurz vor knapp jetzt die 2 Millionen auf dem Konto. Ne? Und ja, passt, kann mich nicht beklagen. Ne, das ist doch wundervoll. Herr Fritzl, in was wollen Sie denn als nächstes investieren? In einen Stripclub. Oh ja, das finde ich gut. Das kann ich nur empfehlen. Ich habe schon 6, die sind wirklich wundervoll. Ja. Und ich habe da mal damals, ich weiß nicht, warten Sie mal, wie hieß denn der? Irgendwie Günther. Günther. Mit Familien, dann weiß ich nicht mehr. Der hatte so, da kann ich ihm was empfehlen, der edle Tropfen. Der Spezialtropfen? Spezialtropfen, genau, vom Günther. Ja. Das ist nämlich mein Lieferant. Kennen Sie den? Nur mal kurz von gehört, also ist mein Cousin, aber ja. Wie? Das ist Ihr Cousin? Ja, Günther Kologe meinst du doch bestimmt, oder? Genau so heißt der junge Mann. Ja. Der ist zwar sehr tiefenentspannt, aber wirklich, also was das angeht, da hat er was auf dem Kerbholz. Ja, das geht toll, ja. Alkohol, das kriege ich dahin, ja. Allerdings, Herr Fritzl, passen Sie auf, ich möchte einfach mal auf den Punkt kommen. Nennen Sie mal bitte von, also zwischen 100.000 und 1 Million, nennen Sie mir da bitte eine Zahl. Ich brauche da Ihre Hilfe. 900.000. Ja. Okay. 900.000. Sind Sie sich da so sicher mit 900.000? Ich weiß nicht, worum es geht. Naja, ich brauche da halt mal Ihre Hilfe. Finden Sie, denken Sie, 900.000 ist eine gute Zahl? Also ich finde 900.000 eine schöne Zahl. Ich mag die 9 sehr gerne. 900.000. Okay, 900.000. Gut, Herr Fritzl. Ja? Prüfen Sie doch mal bitte Ihre Unterlagen. Ja. Warum schenken Sie mir jetzt, oder warum überweisen Sie mir 900.000? Passen Sie auf, Herr Fritzl. Das kann ich Ihnen erklären. Als ich hierher gekommen bin und mir das Ganze so ein bisschen angeschaut habe,
und natürlich auch so die Menschen so kennengelernt habe, ja, habe ich was festgestellt. Okay. Und ich habe festgestellt, dass sie wirklich ein aufstrebender Mann sind, gerade auch in der Landwirtschaft, die sich auch wirklich Gedanken machen über gewisse Dinge. Ja. Und nicht nur die hier passieren, sondern die überall passieren. Und da ist es halt einfach so, Herr Fritzl, ich wollte das einfach mal wertschätzen. Oh, okay. Wissen Sie, weil Sie sind so der Einzige gewesen, der jetzt mir jetzt da nicht irgendwo negativ gegenüber kam. Und das sehen Sie es einfach als kleines Dankeschön. Okay, und ja. Ja, nehmen Sie es einfach so hin. Das ist auch für die Zukunft gesehen, investiert in Sie. Denn man muss mal eins festhalten, so wie ich Sie kennengelernt habe, Sie sind ein Mensch, der hat Herz am rechten Fleck. Ich habe Ihr Auto kaputt gefahren, das wissen Sie aber, oder? Ja, das ist klar. Das sind aber nur Sachdinge. Das sind nur, verstehen Sie, das ist nur Blech. Okay. Aber für manch einen ist Blech nicht so viel wert. Und gucken Sie mich an, ich habe Geld wie Heu, da juckt mich das nicht. Ja gut, das stimmt wohl, ja. So sehen Sie, mir sind loyale Menschen viel wichtiger. Okay. Deswegen, machen Sie sich da keinen Kopf, das ist so alles vollkommen legal. Ich sage Ihnen nur eins, nehmen Sie sich in Acht vor dem Metzger. Das ist der Teufel in Person. Glaube ich auch. Seien Sie da auf der Hut. Ich habe jetzt, gut, ich muss jetzt ja hier, Ihr komischer Bürgermeister, der rennt hier gerade wieder rum. Herr Fritzl, wenn es bei mir passt, rufe ich nochmal an. Ansonsten lassen Sie es erstmal gut gehen. Ich melde mich in den nächsten Wochen wieder. Ja, okay. Alles klar, auf Wiederhören. Ja, und Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sind die Abfahrer hier? Ey, wo seid ihr eigentlich? Auf Feld 100? Feld 99 gerade. Oh, scheiße, ernst. Okay, ich bin gerade hier auf Feld 61 am Mähen. Wo bist du? Auf Feld 61, das Vorgewende am Mähen. Das ist aber nicht unser Feldchef, das weißt du, ne? Scheiße. Unser Feld geht bis zur 99. Ach, was mache ich denn gerade? Bis zur 99. Ich habe bei 61, 59 Vorgewände gemäht. Ja, das. Ich weiß nicht, musst du mal mit dem Herrn Ziegel reden, wem das gehört. Scheiße. Wem gehört das hier, Herr Ziegel? Muss ich in die Unterlagen schauen? Momentchen. Tablet lädt. ...59,60 haben sie gesagt. Ja, und 61. 61, das wird teuer. Wie gehört's? Moment. So, 61 der Stadt, 60 der Stadt und 59 der Stadt. 99? Nee, 99 gehört uns. Ja, 99 gehört Schwesi. Voll. Bin jetzt echt voll, noch 2%. Ich habe Ihre Felder aus Versehen mitgemäht. Ich war so im Telefon am Gespräch vertieft, dass ich einfach gefahren bin. Alles gut. Okay. Also, dann mähen Sie mal weiter. Aber Herr Ziegel, wir haben noch nichts weggeräumt von den Feldern. Ne? Also ich weiß nicht, ob das noch relevant ist. Entschuldigung, mein Funkgerät hat gerauscht, weil ich um die Ecke stand. Was haben Sie noch nicht weggeräumt? Wir sind aktuell auf der 99, Herr Ziegel, wollte ich sagen. Noch. Ich bin ein Stückchen mal nach vorne am Vorgewände wegmachen. Wenn Sie da hinkommen würden, wäre es sehr schön, weil mein Kollege ist nämlich fertig mit der Arbeit. Also halt voll. Ey Leute. Ich habe von den Enermax 900.000 bekommen. Das schon wieder, oder? Wie viel? 900.000. Okay. Das hat er einfach überwiesen. Da kannst du endlich mal Lohn bezahlen, oder? Ich meine Firmenwagen. Ja. Ja, bekommst du, Ernst. Das ist ein Stopp hier, oder was? Gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal auch rein. Tschüss. Tschüss.